Kennen Sie den Mann? Gesehen haben Sie ihn sicher schon. Nur nicht in einer so idyllischen Umgebung. Na? Hier haben Sie ein Stichwort. Audi. Richtig, das ist der Walter Röhr. Mehrfacher Rallye-Weltmeister und Audi-Fahrer. Morgen, Herbert. Servus. Bleibt es bei unserer Verabredung, dass ich dich um 11 Uhr abhole am Flugplatz? Nein, da brauchst du keine Sorgen machen. Ich bin bestimmt pünktlich. Ich schaffe das in einer Stunde. Okay, in einer Stunde am Flugplatz. Servus, wiederhören. Aber kennen Sie den? Ich meine den Wagen. Wäre ein Glücksfall, wenn Sie den schon mal gesehen hätten. Davon gibt's nämlich nur 200 Stück. Wenn Sie ihn mal im Rückspiegel erkennen sollten, nutzen Sie die Gelegenheit. Er bleibt nicht lange dort. Audi Sport Quattro. PS. Permanenter Vierradantrieb, der diese bullige Kraft mühelos und sicher auf die Straße überträgt. Ein Auto mit zwei Gesichtern, fast unauffällig für den flüchtigen Blick durch die Windschutzscheibe. Auf freier Wildbahn aber, da weckt dieser Wagen die ursprüngliche Lust am Autofahren. Gell, da schaust du. Eine Kevlar-Karosserie, superleicht. Gegenstück zum kraftvollen Motor ist eine besonders starke Bremsanlage, die gleiche wie in den Weltmeisterschafts-Audis, mit ABS. Die Fahrleistungen sind überwältigend. Von 0 auf 100 nicht in 10, nicht in 8, nicht in 6 Sekunden, nein. Von 0 auf 100 in 5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 260 km pro Stunde. Längen voraus. Audi Sport Quattro.
guten Morgen, Walter. Schön, dich zu sehen. Servus und wie versprochen. Die Präzision. Ein super Fahrzeug. Ganz klasse. Das musst du ein bisschen erklären, bitte. Ja, laden wir ruhig mal erst ein und wenn wir wegfahren, erkläre ich das Auto. Ich kannte dieses Auto ja bisher nur von den Publikationen, habe es aber noch nie auf den Straßen gesehen. Ja, das ist der Sportquattro von Audi, von dem nur 200 Stück gebaut wurden. Und es ist letztendlich der letzte Stand der Technik. Das Auto hat selbstverständlich permanenten Vierradantrieb. Es hat einen Aluminiummotor mit einem Vierventilkopf, Turbo, aufgeladen. Es hat eine super leichte Kevlar-Karosserie. Es hat eine Bremsanlage, die identisch ist mit dem unserer Wettbewerbsauto. Plus ein ABS-System. Den Wolf im Schafspelz hat einer diesen Wagen genannt, weil er sich im Stadtverkehr so brav und bieder verhält, als steckte kein Turbolader hinter seiner Karosserie und kein Aluminiummotor mit einem Vier-Ventile-Zylinder. Auch der Walter Röhrl fährt nicht immer so lampfromm. Muss ich denn Rallye-Weltmeister sein, um zum Beispiel so ein Auto fahren zu können? Das ist der nächste besondere Punkt an diesem Auto. Durch den permanenten Vierradantrieb ist es überhaupt kein Problem, die Kraft mit diesem Auto auf die Straße zu bringen. Wo es diesen Wagen zu kaufen gibt? Na ganz einfach, bei jedem VAG-Partner. Und wenn mal eine Kleinigkeit dran ist, hier hilft man ihnen sofort. Jeder VAG-Händler kann dir da weiterhelfen. Weil wir jetzt gerade eben da an dem VAG-Händler vorbeigefahren sind, solltest du wirklich einmal Probleme haben mit dem Auto, so kannst du zu jedem VAG-Händler gehen und der kann dir weiterhelfen. Fantastisch. Ich meine, jetzt hast du mir erzählt, dass es die ganzen Superleistungen von diesem Fahrzeug, aber gibt es da zum Beispiel keine Probleme im Stadtverkehr? Wie du jetzt schon gesehen hast, das ist das Besondere auch daran, du hast ein hochwertiges Sportauto, aber wirklich mit Alltagstauglichkeiten wie ein VW-Käfer. Obgleich das Auto 300 PS hat, von 0 auf 100 in 5 Sekunden beschleunigt und der Spitze über 260 hat. Erstaunlich. Und was mich jetzt noch besonders interessiert, das ist die Sitzposition. Ich sehe, wie nah. Eigentlich sollte man die Gelegenheit nutzen und den erfahrenen Rallye-Weltmeister fragen, wie sitzt man in einem solchen Auto? Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Es hat sich nämlich eingebürgert, dass die Leute viel zu weit oder zu nah dort sitzen. Also so ist nicht richtig. Und es ist nicht so richtig. Du musst einfach sitzen, ganz entspannt, am oberen Punkt des Lenkrades den Arm gerade gestreckt, die Hände auf Viertel vor drei. Dann hast du Kontrolle über das Auto, weil du immer Kontakt hast zum Sitz. Klasse. Der neue Audi Sport Quattro. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung technisch hochwertigster und enorm leistungsstarker Automobile. Glanzlichter dieses Vollblut-Sportcoupés, 225 kW gleich 306 PS Leistung. Eine Spitzengeschwindigkeit von 260 km pro Stunde. Fantastische Beschleunigungszeiten, von 0 auf 100 km in knappen 5 Sekunden. Beispielhafte Fahreigenschaften durch permanenten Allradantrieb. Audi Sport Quattro, das kompakte Auto. Das Auto für den im Sport ambitionierten Privatfahrer, aber auch das Auto für den gelassen überlegenen Fahrer. Der Audi Sport Quattro hat ein Hochleistungsfahrwerk mit Einzelradaufhängung und breiten Hochgeschwindigkeitsreifen. Achsen, Radaufhängungen und Bremsen kommen aus dem Rallye-Sport. Der permanente Allradantrieb des Audi Sport Quattro verfügt über insgesamt drei Differentiale. Der Audi Sport Quattro ist mit einem Anti-Blockiersystem ausgerüstet.
Der Audi Sport Quattro ist serienmäßig mit einer Servolenkung ausgestattet. Eine Besonderheit ist auch die extrem leichte und dennoch hochfeste Karosserie. Kotflügel, Schürzen und Dach zum Beispiel sind aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff gefertigt. Neben dem Komfort spielt die Sicherheit eine wesentliche Rolle. Zum Beispiel die modern gestylte Armaturentafel aus flexiblen Polyurethan. Das Sicherheitslenkrad mit einer geschäumten Prallplatte. Die Lenksäule mit Ausklinkelement. Zur exklusiven Komplettausstattung des Audi Sport Quattro gehören zum Beispiel beheizbare Recaro Sportsitze, grüne Wärmeschutzverglasung, Heckscheibenwischwaschanlage, eine hochwertige Stereo-Radio-Kassettenanlage mit 4 HiFi-Lautsprechern. Der Audi Sport Quattro, eine außergewöhnlich exklusive Konzeption. Ein technisches Spitzenprodukt. Sport Quattro von Audi. Schöner, hat man bisher gesagt. Ich kann's nicht mehr so ganz glauben. Für sich. Da ist jeder Kunde bei sich. Eine Dimension für sich. Audi Sport Quattro.